Die Verträge sind unterzeichnet. Damit beginnt laut Staatskanzleichef Patrick Dahlemann der mediale Auftakt zum MV-Tag 2023 in Neubrandenburg. Es sind nur noch 3,5 Monate bis zum großen Landesfest. Vom 30. Juni bis zum 2. Juli werden sich die Landesregierung, Landkreise, Städte und Kommunen, Sicherheitskräfte, Vereine und Verbände in der Neubrandenburger Innenstadt und auf den Wiesen vor der Stadtmauer mit Infoständen, Mitmachangeboten, Musik und Bühnenprogramm präsentieren. Die Austragung in der Viertorestadt sei ein Geburtstagsgeschenk zum 775. Jubiläum an die Bürgerinnen und Bürger Neubrandenburgs, so der Chef der Staatskanzlei. Man muss nur an diesem Ort einmal aus dem Fenster schauen und zu sehen, wie großartig sich Neubrandenburg entwickelt hat, wie viel hier in den letzten 30 Jahren passiert ist. Diese Vielfalt zu zeigen, diese Entwicklung darzustellen und damit ein toller Gastgeber zu sein, das ist unsere bescheidene Erwartungshaltung. Und ich bin mir sicher, Neubrandenburg, Oberbürgermeister Silvio Witt und sein ganzes Team und die Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger werden dieser Erwartungshaltung auch gerecht werden. 2005 war der MV-Tag schon einmal in Neubrandenburg zu Gast. Letzter Austragungsort im Landkreis war 2014 die Residenzstadt Neustrelitz. Auf Güstrow 2016 und Rostock 2018 sollte Greifswald als Gastgeber folgen, doch die Corona-Pandemie sorgte für eine zweimalige Absage. Die Hanse- und Universitätsstadt wird nach der Austragung in Neubrandenburg den Staffelstab wieder aufnehmen. 45.000 Besucher lockte der Mecklenburg-Vorpommern-Tag allein nach Neustrelitz. 100.000 zog es nach Rostock. So werden auch in Neubrandenburg mehrere 10.000 Gäste erwartet. Für die Viertorestadt die perfekte Gelegenheit, landesweit und über die Grenzen hinaus auf sich aufmerksam zu machen. Ja, wir sind eine wirtschaftsstarke Stadt, wir sind eine Sportstadt, wir sind eine Stadt, die auch sehr gut zu dem Motto Zusammenhalt des MV-Tages passt, weil eben auch Integration, Migration bei uns eine Rolle spielen, wir dieses Thema proaktiv angehen und natürlich das Angehen mit der Infrastruktur, die wir haben, mit den vielen Ehrenamtlichen in der Stadt, sei es im sportlichen Bereich, wie schon erwähnt, aber eben auch im kulturellen Bereich, da gibt es so viele Betätigungsmöglichkeiten bei uns in der Stadt, all das wollen wir zeigen. Zusammenhalt in Stadt und Land, wir in MV, lautet das offizielle Motto des diesjährigen MV-Tags. Alle Infos zu den Events und Veranstaltungsorten sind im Netz unter www.mvtag2023.de verfügbar.